Die Geschichte von Josef in der Parascha, wer die Parascha wöchentlich liest, kommen wir zu dieser besonderen Geschichte von Josef. Und hier ist der Höhepunkt der Geschichte von Josef. Und natürlich ist, wenn wir die Geschichte lesen, von Anfang an ist es eigentlich so, dass Josef war ja eigentlich ein Wunderkind, weil Rachel, ihr Mutterschoß wurde geschlossen und dann kam Josef und dann noch der andere Bruder Benjamin. Aber natürlich, die Geschichte von Josef spiegelt den Herrn Jeschua wieder zum Verkauf, dass er nach Ägypten verkauft wurde. Und dann ist hier dieser Höhepunkt, dass er sich seinen Brüdern zeigt, dass er sich zum Erkennen gibt. Und das ist das, was wir heute reden, über den Maschiach ben Josef. Und 13 Kapitel eigentlich von 50 in 1. Buch Mose sind verbunden mit Josef. Und davon sind 8 Kapitel aktiv mit Josef. Und das sind eigentlich sehr viele Kapitel im Vergleich zu anderen Geschichten, wie zum Beispiel Isaac. Isaac hat weniger Kapitel. Und interessanterweise, wenn man die Bedeutung von Josef nimmt, die Namensbedeutung heißt, er nimmt hinweg und er füge hinzu. Das ist die Namensbedeutung von Josef. Das ist eine Doppelbedeutung nach dem Wortspiel von der Mutter. Gott hat meine Schmach weggenommen und Adonai füge einen anderen Sohn hinzu. Das steht in Genesis Kapitel 30. Und das ist sehr interessant, diese Bedeutung, weil natürlich der Maschiach ben Josef wurde, durch ihn wurde welchen weggenommen. Und durch ihn wurden auch neue wilde Ölzweige hinzugefügt in den edlen Ölbaum. Und wir wissen, dieses Konzept lesen wir in Römer Kapitel 11, spricht der Apostel Paulus darüber. Wir werden das gleich nochmal vertiefen. Noch dazu ist es auch noch sehr interessant, der Pflegevater eigentlich, der den Herrn Jeschua adoptiert hat, heißt Josef. Ja. Und das unterstreicht nochmal das erste Kommen des Herrn Jeschua, dass er der Ben Josef ist, der leidende Messias. Und darüber sprechen wir heute. Und hier ist es sehr emotional, dass Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Und das ist ein Ereignis, was der Herr Jeschua auch als Voraussetzung gesagt hat, wenn er wiederkommt. Und das lesen wir in Lukas Evangelium. Schlagen wir das auf in Lukas Evangelium, Kapitel 13. Vers 35, Lukas Evangelium, Kapitel 13, Vers 35. Kapitel 13, Vers 35, mag wer lesen? Ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Amen. Und da sagt der Herr Jeschua zu dem Haus Juda, sagt ihr, ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr sagt, gepriesen sei Adonai, der kommt im Namen Adonais. Das ist von Psalm 118. Psalm 118 ist der letzte Psalm von den Hallel. Das hat man zum Beispiel zu jedem Pesach gesungen. Zu jeder Pesachnacht dann hat man dann Höhepunkt, dann das Hallel gesungen. Und da sagt er dann, ihr werdet dann erkennen, dass er selber der Maschiach ist. Das ist eine Voraussetzung, dass die Juden den Herrn Jeschua erkennen als Messias. Und Elohim sei Dank, dass wir sehen in der Geschichte, dass immer mehr Juden zum Glauben kommen. Das ist etwas sehr Gutes. Und deshalb ist es auch so wichtig, dafür zu beten. Und es wird dann zum Höhepunkt wird es dann kommen in Sacharja. Lass uns in Sacharja Kapitel 12 aufschlagen. Sacharja Kapitel 12, Vers 10. Im Prophet Sacharja ist weiter hinten, Kapitel 12, Vers 10. Amen. Das ist ein sehr starkes Kapitel.
und eine Prophetie, die wirklich sehr wichtig ist, weil in der Zukunft wird es so sein, dass das Haus David wird der Geist der Gnade. Sie werden erkennen, dass der Herr Jeshua der Messias ist und sie werden über ihn wehklagen wie einen eingeborenen Sohn. Wir wissen, dass der Herr Jeshua der erstgeborene Sohn, der einzig gezeugte ist, ja, überhaupt. Und dann werden sie dann bitterlich um ihn weinen, den sie durchstochen haben. Und wir wissen, durchstochen haben wir in Psalm 22, nicht im masoretischen Text, aber dort ist das verankert in den der C-Scrolls und auch in der Septuaginta. Und noch, wir wissen natürlich in Johannes Kapitel 19 die Kreuzigung unseres Herrn Jeshua, den sie durchstochen haben, aber dann nochmal mit einem Speer. Ja, das wissen wir aus der Brit Hadasha, aus dem Neuen Testament. Und sie werden das erkennen. Das Interessante ist aber, wer wird das erkennen? Wird das jeder sein, jeder Jude, oder wird das nur ein Teil sein? Und da kommen wir jetzt zu diesem Thema. Das ist sehr interessant. In Römer Kapitel 9, Vers 27, schlagen wir das auf. Und das ist eine Prophetie von Jesaja, Römer Kapitel 9, Vers 27. Der Apostel Paulus zitiert aus Jesaja. Und da steht geschrieben, in Römer Kapitel 9, Vers 27, Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Wer den Römerbrief kennt und die Aussagen kennt, es gibt noch eine andere interessante Aussage dazu. In Römer Kapitel 11, schlagen wir das auf, in Römer Kapitel 11, ein bisschen weiter hinten, Vers 26, da steht dann geschrieben, der Apostel Paulus, also im selben Brief schreibt er dann, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das heißt, einerseits schreibt er hier ein Überrest, von Jesaja zitiert, auf der anderen Seite sagt er ganz Israel. Ja. Und es gibt einige Christen, sie legen das so aus, dass jeder religiöse Jude gerettet wird. Ja. Weil warum? Sie glauben an Elohim, sie halten die Tora, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium sagt, nur durch Jeshua HaMashiach wird man gerettet. Und deshalb ist es so wichtig, uns zu sagen, dass natürlich diese Juden, die sich bekehrt haben, sie haben einen guten Startpunkt. Sie haben die Tora gelernt, sie haben die Tora gehalten, ja, je nachdem, welchen Kreisen man kommt. Es ist ein guter Startpunkt, aber es ist nicht die Errettung. Die Errettung ist durch den Herrn Jeshua HaMashiach, durch das Erkennen, dass er der Mashiach ist. Und deshalb, der Überrest, der sich bekehren wird zu Jeshua, weil es steht da geschrieben, Zacharja, sie werden erkennen und wehklagen über den, die sie durch Dochen haben, den sie getötet haben. Das heißt, sie nehmen Jeshua an als Messias. Und deshalb sind die, die gerettet sind, der Überrest, und das ist ganz Israel, plus noch die Heiden, die dazu gepropft sind, eingepropft sind. Und deshalb nicht zu verwechseln, weil natürlich einige Leute eine sehr große Israel-Liebe haben. Das ist auch gut so. Israel ist unser Heimatland, darüber sprechen wir gleich. Aber trotzdem, man muss unterscheiden zwischen einem wahren Gläubigen. Weil der Herr Jeshua hat zu den Pharisäern sogar gesagt, ihr habt den Vater als Satan. Obwohl sie die Tora gehalten haben. Gehalten, ja, Anführungszeichen. Und an Elohim gebetet haben. Aber sie haben nicht den Sohn erkannt. Und wir wissen, wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dafür zu beten, dass jeder, auch die Juden, gläubige Juden, zum Glauben an Jeshua kommen. Ja? Und das sehen wir auch, dieses Prinzip auch, was interessanterweise ist, weil es steht in Römer geschrieben, durch den Unglauben sind die rausgenommen worden aus dem edlen Ölbaum und wir Heiden sind eingepropft worden. Ja, das lesen wir gleich. Das ist das Hinzufügen und das Wegnehmen der Name von Josef. Und deshalb Mashiach ben Josef. Und Israel ist unsere Heimat für jeden Gläubigen. Wir sind da ganz gegen die Ersatztheologie. Es gibt die Theologie, dass die Gemeinden sagen, Israel ist abgelöst und es ist jetzt die Gemeinde. Das heißt, alle Bündnisse sind jetzt gegenüber, sind gewechselt auf die Gemeinde und Israel ist jetzt abgelöst worden, ist verworfen worden, sagen sie sogar. Und das lehnen wir ab, weil wir sehen eigentlich, dass durch Abraham, durch das Volk, Gott hat nur mit diesem Volk einen Bund gemacht. Am Berg Sinai, dann später auch in den Propheten. Wir Christen, wir sagen sehr oft, wir leben im neuen Bund.
Es ist richtig, aber der neue Bund, wenn man den genauer liest, steht da geschrieben, ist geschlossen worden mit Israel. In Jeremia 31,31 steht geschrieben mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Es ist keine Rede von dem Haus der Heiden, steht da nicht. Und dann, wenn man weitergeht bis zur Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, steht geschrieben über das neue Jerusalem. Und da sind auch 12 Tore mit den Namen der 12 Stämme Israel. Es ist kein Tor der Heiden, ja, kein 13. Tor, ja, der Heiden oder Evangelist oder ich weiß es nicht, ja, andere Gruppierungen, sondern die 12 Stämme Israels. Und so sehen wir eigentlich, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Das lernen aber viele. Und sie verlieren den Fokus auf Israel. Und jetzt kommt der Part mit den Heiden. Lasst uns in Römer Kapitel 11 aufschlagen. Also wir bleiben in Römer Kapitel 11, Vers 17 bis 18. Wenn aber etliche Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist, und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige, überhebe dich nicht, aber so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Amen. Und hier geht es um die Heiden, die jetzt eingetropft sind, ja, in den edlen Ölbaum. Aber wir sollen uns nicht überheben, ja, weil die Wurzel trägt uns. Das ist Fundament ist das, was in der Bibel steht. Und wie können wir das auflösen und sagen, wir haben jetzt alle Rechte? Also die Gemeinde, so manche sagen das so. Und dieses Prinzip, das der Apostel Paulus schreibt, der wiederholt das sehr oft. In Epheser steht es auch geschrieben, in Epheser Kapitel 2, Vers 12, das lese ich, da steht geschrieben, dass ihr in jener Zeit ohne Christus, Messias, wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das heißt, außerhalb von Yeshua HaMashiach haben wir die Bürgerschaft Israel nicht gehabt. Wir waren ausgeschlossen von den Bündnissen. Das heißt, wenn wir zum Glauben kommen, sind wir jetzt ein Teil von Israel. Es ist egal, in welche Nation du kommst, von welcher Nation. Jeder Gläubige hat dann jetzt die Staatsbürgerschaft von Israel bekommen. Und das heißt, es ist aber auch kein Buffet. Ja, ich nehme einfach das, was mir gefällt. Ich nehme den Segen, ja, in den Psalmen, ich nehme den Segen von Abraham. Aber die Gebote lasse ich mal aus, ja. Ich nehme nur die 10 Gebote, sagen ja auch sehr viele Gläubige. Ich nehme nur die 10 Gebote. Ja, in den 10 Geboten steht auch Schabbat. Ja, Schabbat ist nicht so wichtig, ja, gefällt mir nicht. Und dann geht es so weiter. Und deshalb ist es so zu verstehen, dass wir die Tora Moses halten. Dann geht es dann weiter zu den Propheten, also das ganze Alte Testament. Und dann geht es noch weiter zu der Brit Radashah, das Neue Testament, die Tora Mashiach, dass wir das Ganze halten. Es ist ein Buch, die ganze Bibel, und wir sollten alles halten. Und da sehen wir auch die Aufgabe, was der Mashiach ben Yosef gemacht hat, der leidende Messias, der Leute hinzufügt. Er hat viele Leute hinzugefügt in diesen Bund, durch den neuen Bund, mit dem er seinen eigenen Blut uns ja, hinzugefügt hat. Das Leben von Josef, wir lesen dann weiter, Josef war verheiratet mit Asenath. Asenath war eine Heidin. Steht geschrieben, eine Tochter des Priesters von On. Also, es war nicht irgendeine Heidin, sondern die Tochter von Potiphar, aber auch Priester von On. Und mit ihr hatte er 2 Kinder gehabt, Manasseh und Ephraim. Das heißt, streng genommen waren diese Kinder nicht rein israelitisch, vom Blut her nicht wirklich rein. Und trotzdem hat Jakob dann später diese 2 Kinder adoptiert. Wir wissen, dass Manasseh und Ephraim dann die größten Stämme in Israel geworden sind. Und dann später wird sogar auch gesagt, dass die 10 Stämme werden Israel genannt, aber auch Ephraim genannt. Ja, es ist ein Synonym geworden, Ephraim. Und da sehen wir wieder diese Hinzufügung von Leuten, die eigentlich nicht wirklich in den Bund dazugehörten ursprünglich, aber durch Josef, durch Mashiach ben Yosef, dann hinzugefügt worden sind.
Der Apostel Paulus beschreibt es in Epheser Kapitel 3 als Geheimnis. Und das ist das Geheimnis gewesen, dass die Heiden jetzt offiziell in den Bund hinzutreten dürfen. Natürlich war es schon davor schon so, aber offiziell durch das Blut des Herrn Jeschua, durch den neuen Bund, war es nochmal dieses Geheimnis offensichtlich offenbart. Das beschreibt der Apostel Paulus dorthin. Und deshalb diese Erfüllung, Mashiach ben Yosef. Er fügte hinzu, er nimmt hinweg und er fügt hinzu. Das ist sehr schön. Und dieses Konzept, dass zwei Mashiachs eigentlich gibt, das hat man im Judentum auch gelehrt. Es gibt einmal den Ben Yosef und es gibt einmal den Ben David. Die Juden glauben aber, je nach geistlichen Zustand, so legen sie das heute eigentlich aus, je nach geistlichen Zustand, wie Israel nach der Tora hält oder nicht, wird dann Ben Yosef kommen oder Ben David. Ja? Sie können es nicht richtig auslegen. Und natürlich, sie erwarten sich eigentlich einen Ben David, der Frieden bringt, der mal aufräumt und der Israel wieder vereint, ja? Die 10 Stämme wieder zurückholt. Weil das ist auch sehr wichtig. Aber trotzdem, was macht man dann mit den Ben Yosef? Mit dem leidenden Messias. Sie können es nicht auflösen. Und wir wissen aber, dass das erste Kommen des Herrn Jeschua ben Josef ist, der leidende Messias, und das zweite Kommen Jeschua ben David als Herrscher und König. Kommen wir zu dem Punkt, wie kann ich mit Juden über Jeschua erzählen? In Römer Kapitel 1, Vers 16 steht geschrieben, der Apostel Paulus, er schreibt, denn ich schäme mich das Evangelium von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst den Juden, dann für den Griechen. Das heißt, das Evangelium sollte zuerst zu den Juden gebracht werden. Das hat der Herr Jeschua ja auch gemacht. Er hat ja gesagt, ich bin gekommen für die verlorenen Stämme von Israel. Ja, das war das erste Mal. Und dann erst nach einer Zeit hat er dann, als die Obersten der Juden ihn verworfen haben und ihn nicht anerkannt haben, hat er gesagt, ich werde jetzt auch zu den Nationen eigentlich gehen. Und das ist er dann auch gegangen, bis nach Libanon. Ist er dann hochgegangen und hat dann evangelisiert. Das Gebiet von Tyros und Sidon ist Libanon. Und da sehen wir eigentlich auch in der Geschichte, dass der Apostel Petrus der Erste war, der die Gemeinde sozusagen gegründet hat am Schavot mit 3000 Bekehrten auf einmal. Das waren Juden. Das war an dem Fest Schavot. Und dann erst später hat er dann den Apostel Paulus eingesetzt als Apostel der Heiden. Das heißt, wir sehen hier, dass ein zentraler Punkt war es erstmal, dass das Evangelium den Juden gepredigt wurde. Und auch Jakobus schreibt in seinem Brief ganz am Anfang, ich grüße euch von den 10, die verstreuten in den 10 Stämmen, also 12 Stämmen Israels. Also er macht einen wirklich großen Fokus darauf. Und das Neue Testament, wo es geschrieben wurde, das waren ja alles Juden. Alle, außer einer, und das ist der Lukas gewesen. Lukas war Grieche. Und er hat Lukas und Apostelgeschichte geschrieben, aber er war der Einzige. Und heute ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, es kommt darauf an, wo man wohnt, mit welchen Leuten man in Zusammenkunft ist. Es ist halt eher seltener, dass man mit Juden redet, ja? Gerade über den Glauben. Trotzdem kann man sich vorbereiten darauf, weil man sollte ja das Evangelium weiter predigen. Ja? Und man muss kein Experte sein. Aber ich denke, Grundlagen sind sehr wichtig, damit man ungefähr weiß, wie man ein Gespräch starten kann. Und deshalb machen wir das auch heute, dass wir uns ein bisschen vorbereiten und einfach Erfahrungen austauschen. Und man kann aber auch hier in Wien die Erfahrung machen und mit Juden reden. Ja, das kann auf der Straße sein. Ich konnte Zeugnis geben einige Male auf der Straße. Orthodoxe Jude, säkulären Juden. Ich habe auch mal mit einem Evangelisten zusammengearbeitet, der sehr oft in Israel evangelisiert hat und habe auch dort vieles gelernt. Oder in jüdischen Geschäften gab es auch Möglichkeiten zu evangelisieren oder beim Schabbat bei denen zu Hause, wenn man da irgendwelche Kontakte hat, oder die Juden kommen selber zu dir irgendwie, was auch mal passiert ist. Und online gibt es auch noch Wege.
ja, zu evangelisieren. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen. Ja, wenn Gott dich dort hinleitet und dich vorbereitet, wird er dich dann benutzen. In 1. Korinther Kapitel 9, Vers 20 schreibt der Apostel Paulus: Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Das heißt, wir sollen darauf achten, ob sie jetzt religiös sind. Es gibt Orthodoxe, es gibt Religiöse, es gibt auch Säkuläre. Ja? Und solche Begriffe wie Hashem oder Elohim, ja, die sagen manchmal nicht Elohim, sondern Elohim, damit die das nicht Elohim sagen beim Gespräch, das sollte bekannt sein. Das heißt, man sollte sich eigentlich, um nicht zu provozieren, nicht mit irgendwelchen hebräischen Wörtern ankommen, die du vielleicht ein Anstoß sein kannst. Also sprich sofort mit Adonai oder Yeshua HaMashiach. Ja. Achte darauf erstmal, wie sie sprechen. Und wenn sie statt Adonai Hashem sagen, dann kannst du auch Hashem sagen. Oder den Namen Gottes überhaupt auszusprechen. Das ist bei vielen Juden überhaupt, geht gar nicht. Ja. Und du solltest kein Anstoß sein im ersten Moment, sondern das Ziel im Auge haben. Das Ziel ist, das zu evangelisieren. Und man kann ja jetzt auch zum Beispiel im Gespräch, was ich auch sehr oft gemacht habe, ich zitiere aus dem Neuen Testament, aber ich sage nicht, dass es das Neue Testament ist. Ich sage jetzt nicht Brit Hadasha, ich sage einfach Mikraot, das heißt Schriften. Aus der Schrift habe ich gelesen, das und jenes. Und nicht Tenach sagen, weil Tenach ist ein altes Testament. Das heißt, man muss schon weise angehen, das Ganze. Oder zum Beispiel, ich sage, mein Rabbiner hat mir das und das gelehrt oder hat mir die Tora so und so erklärt. Ja, der Rabbi Yeshua, unser Rabbi Yeshua. Aber ich sage es halt nicht, er ist unser Rabbi. Und erst, wenn Sie fragen, wer ist denn dein Rabbi? Ja, mein Rabbi ist Yeshua, das ist der Mashiach selber. Er hat seine Lehren uns gegeben und wir können es daraus zitieren. Und dann kommst du zu einem Punkt, wo du das volle Evangelium dann predigen kannst und dann kannst du wirklich Yeshua HaMashiach bezeugen. Aber erstmal, damit du die Tür öffnest, damit die dich überhaupt annehmen, weil viele kommen, kennen die Kultur nicht und sie kommen sofort mit Jesus und Sonstiges, dann hören sie gar nicht mehr zu. Ja, aber wenn du ankommst mit ihren eigenen Sachen, dann eröffnen sich Gespräche. Warum feierst du die Festtage? Warum machst du das nicht? Warum das? Ah, ich dachte, ihr feiert Sonstiges. Ja? Und deshalb der Koscher Jesus. Josef war unter einer ägyptischen Maske. Seine Brüder haben ihn nicht erkannt. Und so ist das auch von diesen Zeiten her, dass Yeshua unter dem traditionellen Christentum für die Juden nicht erkannt werden kann. Ein Ägypter, so sah Josef aus, und also ein fremder und falscher Messias, so sieht Jesus für viele Juden aus. Weil, genauer gesagt, die viele traditionellen Christen, sie leben es aus und vermitteln es so, dass der Maschiach durch die Kirchentradition die Tora abgewendet hat. Und so ein Bild haben die Juden von den Herrn Yeshua. Also ein verzerrtes Bild. Und deshalb können gläubige Juden so einen Messias nicht ernst nehmen. Sie können sowas nicht anhören. Wie kann ein Maschiach kommen, der die Tore aufgehoben hat? Wie kann ein Maschiach da sein, der ein jüdischer Maschiach, ja, der aus der Linie von David kommt, dass er sagt, man darf dies und jenes jetzt machen, ja? Und dann geht es dann sogar noch weiter, dass er eigene Festtage gestartet hat mit heidnischen Wurzeln, wo nichts in der Tora geschrieben steht. Sie haben den heiligen Schabbat entweiht. Das steht schon in den Propheten so geschrieben, dass es immer eine Sünde ist, den Schabbat zu entweihen. Aber den haben sie sogar verschoben auf den Sonntag. Ja? Und deshalb ist es gerade zu den Juden zu evangelisieren oder mit denen zu reden sehr schwer. Weil gerade auch gläubige Juden oder orthodoxen Juden, sie kennen den Tanach sehr gut, ja, und sogar viel besser als einige Christen. Aber gerade wir als Tora-gläubige Christen, wir können die Brücke bauen. Ein Messias, der die Tora gehalten hat. Christen, die die Tora Moses achten, darauf achten. Und so wieder den Messias in den jüdischen Kontext wieder rücken. Wie der Messias
die Tora ausgelebt hat und interpretiert hat und gelehrt hat und sogar erweitert hat. Wie die ersten Christen eigentlich gelebt haben nach der Tora. Und ebenso können wir dann diese Vorurteile, die die Juden haben gegenüber unserem Glauben, beseitigen. Und dass wir wieder zurückkommen zu unserem Glauben. Und dass Jeschua von seinen eigenen Brüdern wieder erkannt werden kann. Ja? Und da sind wir eine sehr gute Brücke. Gerade wir als Tore haltende Christen. In Apostelgeschichte 17 schlagen wir das auf in Vers 11 bis 12. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11 bis 12. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Und 12. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Und hier war es so, dass Paulus in den Synagogen am Schabbat gepredigt hat. Er hat das Evangelium den Juden gepredigt, aber dort waren auch noch Heiden, also griechische Frauen und Männer, steht hier geschrieben. Und da steht geschrieben, und sie forschen in der Schrift, was er gepredigt hat, ob es sich so verhält. Das heißt, sie haben hier in der Schrift, in der Tanach, im Alten Testament, haben sie geschaut, ob das, was Paulus predigt, richtig ist oder falsch. Deshalb sehen wir, dass der Glaube von den ersten Christen mit der Tora einhergeht. Weil sonst hätten sie gesagt, nein, das stimmt nicht, steht in der Schrift so nicht geschrieben. Was erzählst du uns da? Aber er hat eben mit der Schrift argumentiert und das ist ja wichtig. Und in Apostelgeschichte 21 wird sogar vorgeworfen, dass Paulus den Abfall von Moses lehrt. Das heißt, er lehrt gegen die Tora. Das ist ein Vorwurf gewesen. Um diesem Vorwurf wieder entgegenzukommen, sollte er etwas machen, damit er bestätigt, dass er die Tora Moses nicht verwirft. Das heißt, er hat die Tora gehalten. Und es ist ein Vorwurf gewesen, aber trotzdem hat er dann denen das deutlich gezeigt, er redet nicht gegen Moses. Ja? Und das ist das Verständnis, was wir haben sollten und was wir auch vermitteln sollten, gerade einige Glaubensgeschwister, die das noch nicht erkannt haben, warum wir die Tora halten. Jetzt aber zu dem Punkt, einige Punkte, wie man ein Gespräch starten kann, besonders mit Juden. Da beginne ich mit einem ganz besonderes Kapitel, das kennt jeder von uns, Jesaja 53. Jesaja 53 ist das stärkste Kapitel oder einer der stärksten Kapitel, wo Juden zum Glauben kommen, dass Jeschua der Messias ist. Viele Juden sind eben durch dieses Kapitel zum Glauben gekommen, gelobt sei Adonai dafür. Gleichzeitig ist es eine Gegenbewegung, gibt es eine Gegenbewegung, wo Rabbiner versuchen, dagegen zu argumentieren. Sie verstecken dieses Kapitel, damit eben die Juden nicht zum Glauben kommen, ja, zum Herrn Jeschua. Und man hat sogar gesagt, Christen haben dieses Kapitel angepasst, haben das verfälscht, Jesaja 53. Und als man aber in den Qumran-Rollen gefunden hat, 1950, also erst 70 Jahre her, ja, circa, hat man die berühmte Jesaja-Rolle gefunden. Und das bestätigt einfach das, was wir gerade haben im masoretischen Text, dass die Christen es eben nicht verfälscht haben. Und so kann man sich sicher gehen, dass Jesaja 53, wie wir das haben heute, auch so geschrieben worden ist, und zwar 700 Jahre vor der Geburt von Jeschua. 700 Jahre. Diese Prophetie ist natürlich eindrücklich, Jesaja 53. Und trotzdem wird das in Judentum, wurde es hinweggenommen in der Haftarah-Lesung. Wir wissen in der Parasha, wir lesen jede Woche die Parasha mit dem Teil der Moses. Und dann gibt es die Haftarah, das sind die Propheten. Und im 17. Jahrhundert hat ein jüdischer Historiker zugegeben, dass Jesaja 53 rausgenommen wurde. Das heißt, heute lesen sie Jesaja 52 und nächste Woche springen sie auf Jesaja 54. Sie lassen Jesaja 53 aus. Ja? Und es gibt zwei Seiten, wie man Jesaja 53 interpretiert.
Und die erste ist, Jesaja 53 spricht über den Messias. Und das ist eine Idee, ich gebe euch nur einige Punkte dazu. Der Messias in der jüdischen Literatur für in Jesaja 53. In ihrer eigenen Literatur haben wir erstens die aramäische Übersetzung und die interpretiert das so, dass Jesaja 53 auf dem Messias ist. Ja? Und das steht überall geschrieben in der Rabbinerbibel. Das nennt man auch Mikraot Gedolot. Jeder Rabbinerbibel hat Hebräisch, aber dann auch die aramäische Übersetzung. Und da sind Hinweise darauf, weil man dort in der aramäischen Übersetzung immer ein bisschen freier übersetzen konnte, konnte man auch einschieben, dass es ein Hinweis ist auf den Messias. In eigenem Talmud, Sanhedrin 98b, steht geschrieben, dass sie haben diskutiert über den Titel des Messias, Mann der Schmerzen. Und sie verbinden das mit Jesaja 53, dem Maschiach. Das heißt, in eigenem Talmud steht so geschrieben. Und dann haben sie noch das Buch Zohar zum Beispiel, jüdische Literatur im 13. Jahrhundert. Das bezeugt auch, dass der Messias leiden sollte, ein leidender Messias kommen sollte. Und dann auch ein Midrash von Rabbi Nachman sagt auch, dass dieses Kapitel über den Messias spricht. Und jetzt kommt dann noch ein anderes Argument. Maimonides, Rambam, es war ein großer Rabbiner, sephardischer Rabbiner, lebte in Spanien und dann musste flüchten nach Ägypten, hat sehr viele Kommentare geschrieben zum Tenach, Talmud, religiöse Werke. Und wenn man heute redet mit den Juden, Rambam ist einer der größten Kommentatoren im Talmud. Und wenn man sagt, Rambam hat gesagt, dann sind sie alle sehr still und mit sehr viel Achtung und Respekt. Und Rambam hat gesagt, Jesaja 53 ist auf den Messias aufzulegen. Und das ist ein sehr starkes Argument. Merkt euch diesen Namen Rambam oder auch im Talmud 98b. Aber das sind aus der eigenen jüdischen Literatur haben wir es. Die andere Seite ist von Rashi. Und diese Seite sagt, Jesaja 53 spricht über den Knecht, das Volk Israel. Und Rashi wurde geboren in Frankreich 1040. Und das ist der zweite große Kommentator in Talmud. Ja? Also man spricht meistens, wenn man jetzt über den Talmud, große Lehrer, große Rabbiner, Rambam oder Rashi. Rashi studierte in Deutschland, in Worms und Mainz dann. Und er war auch ein großer Kommentator. Und er interpretiert eben Jesaja 53, bezieht sich auf den Knecht Israel, das Volk. Ja? Gegen die vorherige Literatur, die er selber hat, die er selber gelesen hat, bringt er eine neue Interpretation, dass es nicht auf den Messias ist, sondern auf den Knecht Israel. Und das verzerrt natürlich das Bild von Jesaja 53 und verzerrt das Bild von unserem Herrn Jeschua. Und diese Interpretation von Rashi ist leider Standard geworden im Judentum. Das heißt, wenn man heute mit vielen Rabbinern spricht, dann sagen sie, nein, Jesaja 53 bezieht sich auf den Knecht Israel und nicht auf den Messias. Obwohl jüdische Gelehrten früher es anders gelehrt haben. Schriftlich haben sie es selber. Aber lasst uns nicht verwirren lassen, denn der Heilige Geist interpretiert Jesaja 53 auf den Messias. Jeder, der den Heiligen Geist hat und das selber liest, der erkennt das. Aber wir wissen, dass die Schrift ist eingehaucht worden vom Heiligen Geist. Das steht geschrieben in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Und das gibt uns nochmal Sicherheit, dass die Auslegung, dass Jesaja 53 auf dem Messias ist, richtig ist. Diese Stelle werden wir gleich im Neuen Testament durchgehen. Also waren die jüdischen Gelehrten ja, auf der richtigen Spur. Ja, Talmud, Zohar, Rambam waren schon auf der richtigen Spur. Und das kann man als Argument benutzen. Schlagen wir auf in Apostelgeschichte 8, Vers 32. Da geht es über die Geschichte von Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien. Und da steht geschrieben in Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 32, ich lese das vor. Ja, da war ein Kämmerer, der hat die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seiner Schere stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53.
Und der Kämmerer fragt dann im Vers 34, in Vers 34 steht dann geschrieben, der Kämmerer sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Das heißt, er interpretiert das hier auf eine Person, nicht auf den Knecht Israel. Er fragt, ist das Jesaja, also der Prophet selber, oder ein anderer? Und dann wissen wir in Vers 35, da steht geschrieben, Philippus tat seinen Mund auf und begann die Schriftstelle und verkündigte das Evangelium von Jeschua. Das heißt, er nimmt Jesaja 53 und legt das auf den Messias. Ja? Und hier haben wir einfach die Zuversicht, die Sicherheit nochmal, dass es erstens ein Kämmerer in Äthiopien in dieser Zeit, wenn er das liest, dann denkt er, entweder ist es ist ein Mann. Es steht da geschrieben, ein Mann. Und er legt das entweder auf den Propheten aus oder einen anderen. Und der Philippus hat das dann ausgelegt auf den Herrn Jeschua, durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass Jesaja 53 auf den Messias sich bezieht. Natürlich können wir dieses Argument nicht benutzen, wenn wir jetzt mit orthodoxen Juden reden oder mit Juden reden, aber das gibt uns einfach Sicherheit, wenn wir darüber sprechen. Die Rabbiner sind aber trotzdem nicht einfach zu entlarven, weil sie ihre eigenen Schriften natürlich gut kennen. Sie können auch Hebräisch, ja, und sie kommen mit solchen Argumenten. Aber um einige Argumente anzuschauen, lass uns Jesaja 53 mal aufschlagen. Das Kapitel. Ja, wir gehen jetzt nicht durch jeden Vers, aber einige Punkte werden wir uns schon anschauen, damit wir einfach klar sehen, dass dieses Kapitel nicht auf den Knecht Messias anzuwenden ist. In Vers 5 zum Beispiel steht geschrieben, wegen unserer Missetaten, die Strafe lag auf ihn. Ja, in Vers 5 steht es geschrieben. Und das macht keinen Sinn, dass der Knecht Israel selber seine eigene Sünde trägt. Ja, wir können das genau in der Tora durchgehen lassen, in Levitikus, da steht geschrieben, man braucht immer ein Opfer. Ja, ein Sündenopfer ist es, man bringt ein Schaf oder einen Sündenbock dahin und dann legt man die Sünde auf ihm. Das beste Beispiel ist zum Beispiel Yom Kippurim. Und so sehen wir einfach, dass der Knecht Israel, wenn das wirklich wahr ist, kann nicht für sich selber die Sünde tragen. Das geht nicht. Das macht keinen Sinn, von der Tora schon nicht. Ja, und so kann man argumentieren. In Jesaja 53, Vers 8, dann wird es dann noch deutlicher. Da steht geschrieben, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihm die Strafe getroffen. Ja. Und wie kann das Volk selber seine Schuld tragen? Die Übertretung selber. Manche Rabbiner legen das aus, dass wegen die Heiden, weil sie gesündigt haben, musste das Volk Israel die Sünde ertragen, die Strafe ertragen. Aber das macht ja keinen Sinn. Hier steht geschrieben, mein Volk. Die Heiden sind nicht Elohims Volk. Ja. Und das macht keinen Sinn. Aber sie legen es so aus und sagen, eigentlich die Verfolgung von Dritten Reich ist dieses Erfüllung. Schau doch, wie wir leiden mussten. Wir haben die Tora gehalten und wir mussten leiden. Und natürlich ist es schlimm, was da passiert ist. Ja? Keine Frage. Aber in Jeremia Kapitel 16, Vers 16 steht geschrieben, danach will ich viele Jäger senden, die sie jagen sollen und alle Bergen von allen Hügeln und aus den Felsenklüften. Das heißt, Gott hat eigentlich Jäger gesendet, weil eigentlich nach dieser Zeit ist dann Israel gegründet worden, 1948, nach der großen Verfolgung. Und deshalb ist es nicht so, dass der Mann, der hier beschrieben ist, verfolgt wird und Israel wieder zurückkommt, eigentlich nach der Prophetie von Jeremia. Und eigentlich die Israeliten, die Juden, sie wollten gar nicht zurück nach Israel. Sie blieben dort, sie haben sich ein Leben aufgebaut, ein gutes Leben. Ja? Jetzt, egal ob jetzt aschkenasisch oder sephardische, sie wollten nicht nach Israel. Und erst nach dieser Verfolgung sind sie erst alle dahin geflogen, die meisten, ja? Viele. Und das wirkliche Leiden war der Herr Jeschua. Er war 3 Stunden am Kreuz getrennt von Gott und hat die Sünde getragen von jedem Menschen, der vorher geboren war und der auch in der Zukunft geboren ist. Ja? Da hat er die Sünde getragen.
Und so steht in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, Gott, Jeschua, hat das ultimative Leid für uns getragen. Den Zorn Gottes hat er auf sich genommen am Kreuz. Und zum ersten Mal seit der Ewigkeit her war er getrennt und verlassen von Gott. Und dann kann man auch eine schöne Brücke machen zu Psalm 22, wo da geschrieben steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Also wir sehen hier ein sehr starkes Kapitel, Jesaja 53, und da einfach animieren, dieses Kapitel zu lesen oder versuchen, daraus zu zitieren und darüber zu sprechen. Und durch den Heiligen Geist dann werden sich dann Sachen, Themen eröffnen. Ja. Eine zweite Sache, was auch sehr stark ist, ist Daniel Kapitel 9. Lass uns das aufschlagen in Daniel Kapitel 9. Vor der Zerstörung des Tempels kommen müsste oder so. Genau. Kapitel 9, Vers 25 bis 26, auch sehr berühmt und aktuell gerade auch mit den Antichristen, aber da steht geschrieben in Daniel, Kapitel 9, Vers 25 bis 26. Pusche, magst du lesen? 25 bis 26, okay. So wie ich es verstehe, Frau Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräber werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie gehen unter in der überströmten Flut, und bis ans Ende der Ende wird es Kriege geben, fest beschlossene Verwüstungen. Mhm. Bis dahin, ja. Und hier steht geschrieben, der Messias muss kommen in der zweiten Tempelperiode. Und da steht geschrieben, vom Aufbau von Jerusalem, und Daniel hat diese Prophetie bekommen in Babylonien, das heißt zum Aufbau wird der Messias kommen, der Gesalbte, hier steht auf Hebräisch dann Mashiach, der wird kommen in dieser Zeit, ja, 7 Wochen und 62 Wochen, und dann steht da geschrieben, dass der Gesalbte wird ausgerottet werden, er stirbt, ja, und als er gestorben ist, steht dann geschrieben, die Stadt und das Heiligtum wird dann zerstört werden. Das heißt, der Messias musste kommen in dieser Zeit, historisch und nach der Prophetie. Und er ist auch gekommen. Wir wissen, die Tempelzerstörung, wir haben schon letzte Male über den Tempel in Jerusalem gesprochen, da wurde dann 70 nach Christi komplett zerstört. Und in dieser Zeit musste der Herr Jeschua kommen, der Maschiach. Ja? Und der Jeschua ist ja auch gekommen und hat auch alles erfüllt. Wir wissen, dass der Tempel von Zerubabel, als er gebaut wurde, wurde immer wieder ausgebaut, bis zum König von Herodes war es wirklich die Blütezeit vom Tempel, und dann, als der Herr Jeschua gestorben ist, 40 danach, ist er dann komplett zerstört. Ja, nach der Prophetie, wahrlich, ich sage euch in Matthäus Kapitel 24, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Die Römer haben es komplett abgeschliffen, den Bigdamidash, den Tempel. Und das Interessante, was eigentlich traurig ist, wenn man jetzt den jüdischen Kanon sich hernimmt, eine jüdische Bibel nimmt, die ist ja gestaffelt auf Torah, Nevi'im und Ketuvim, Schriften. Ja? Es ist anders als bei uns. Und sie haben Daniel in den Ketuvim eingeordnet, nicht so den Propheten. Obwohl der Herr Jeschua sagt in Matthäus Kapitel 24, der Prophet Daniel. Und von der ganzen Struktur her, weil die Bibel, die uns gegeben wurde, hat auch eine Struktur. Wir haben 4 große Propheten. Einmal Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Und dann die 12 kleine Propheten. Und wenn man diese Struktur rausnimmt, einfach Daniel wegnimmt, dann hat man nur noch 3 große Propheten. Ja? Das passt so nicht. Und der Herr Jeschua bezeugt, dass Daniel ein Prophet ist. So wie die 4 Evangelien haben wir, die von Herrn Jeschua bezeugen.
Und das macht die ganze Ordnung kaputt. Aber wenn man heute die jüdische Kanon sich anschaut, dann ist Daniel kein Prophet mehr. Er ist in den Schriften eingeordnet. Und das haben die Rabbiner extra so gemacht, damit sie eben es verstecken können. Sie sagen sogar, diese Zeiten zu berechnen, wenn der Maschiach kommt, das ist verboten. Das darf man nicht machen. Ja, sie belügen sich selber und sie verstecken es absichtlich. Und so sagen sie sogar, schau, Daniel ist nicht mal ein Prophet. Das heißt hier eine bewusste Verblendung und eine Verhinderung wie Jesaja 53 und Daniel. Es ist bewusst gemacht worden, Jeschua zu verstecken. Und der Herr Jeschua musste aber ja kommen nach der Prophetie in diese Zeitperiode. Schon 44 nach Christi gab es schon einen falschen Messias, nach dem Tod von Jeschua, einen jüdischen Messias, falschen Messias. Das heißt, schon vor der Tempelzerstörung war es schon so, dass falsche Christusse, falsche Messias kamen. Ja? Und dann mindestens noch 50 mehr bis heute. Ja? Zum Beispiel Bar Kochba dann noch ganz groß mit 130 nach Christi und dann noch zum Beispiel Shabtai Zvi, der war 1626, der hatte große Anhänger im Judentum gehabt. Der lebte in heutiger Türkei, im Osmanischen Reich. Und da gingen sogar viele nach Israel, weil sie dachten, das ist der Maschiach. Das heißt, es war nicht einfach nur ein Glauben, sondern die Leute waren aktiv. Sie sind dahin gezogen nach Israel, dachten, er ist der Maschiach. Und später dieser falsche Messias, er wurde dann sogar Muslim, hat sich konvertiert. Und er war sogar so verrückt, dass er Pesach, Schawot und Sukkot in einer Woche gefeiert hat. Also wirklich komplett verrückt war der. Oder Menachem Mendel Schneerson, ein sehr bekannter Rabbiner in Israel, in New York. Da gibt es in Israel sogar Plakate, dass er der Maschiach ist. Ja. Und auch noch heute kommen noch, in den letzten vergangenen Jahren gab es immer Schlagzeilen, dass der Maschiach kommt von den orthodoxen Kreisen, dass da ein Maschiach aufkommt und der Maschiach wird kommen. Also Markus Kapitel 23, Vers 22, der Herr Jeschua sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun. Es ist nichts Neues. Ja. Und der Einzige, der alles erfüllt hat, wirklich vom Alten Testament, alle Propheten, ja, er ist der Maschiach. Er ist der Einzige von der Zeit her, ja, von der Zeit her und noch auch von der Möglichkeit her von den Prophetien. Ja. Du kannst alle Prophetien sammeln und dann auf Jeschua legen. Er erfüllt sie alle. Und er ist der Einzige, der es erfüllt. Und wenn nur eine Prophetie nicht auf ihm stimmt, dann ist er nicht der Messias. Ja. Das heißt, bist du geboren in Bethlehem? Nein, ich bin geboren in irgendwo in Europa oder in New York. Ja, dann bist du nicht der Messias. Sorry. Weil es steht geschrieben in Micha, dass der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Ja, da sieht man einfach von der Zeit her schon allein dieses Argument, Daniel 9, von der Zeit her, der Maschiach musste kommen. Und dann kann man einfach fragen, warum ist der Maschiach nicht gekommen? Ich zeige dir, wer gekommen ist, Jeschua. Und dann kann man das auslegen mit der Prophetie. So kann man anfangen. Und dann gibt es noch ein anderes Argument, Memra Adonai. Das ist in Aramäisch, ist ein aramäisches Wort, das Wort Gottes. Wir wissen, dass Aramäisch wurde früher in der Zeit oft benutzt. Ja? Viele Juden konnten nicht perfekt Hebräisch, waren geprägt von Aramäisch. Aramäisch ist die Weltsprache früher gewesen, dort in dieser Region. Wir wissen, dass der Herr Jeschua auch Aramäisch sprach. Und da steht in der aramäischen Übersetzung, zum Beispiel in Genesis Kapitel 1, nicht Gott hat erschaffen, sondern Memra Adonai hat erschaffen. Das Wort Gottes hat erschaffen. Und so auch zum Beispiel in Genesis 23, da steht geschrieben, eigentlich im masoretischen Text, so soll Jotewaffe mein Gott sein. Und da steht geschrieben, Memra Adonai soll mein Gott sein. Und natürlich ist dann das Memra Adonai in Johannes Kapitel 1,1 sehr deutlich geworden, wo da geschrieben steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und der Johannes ist im Norden, also er sprach Aramäisch, das heißt, er denkt auch Aramäisch und Hebräisch und wenn er das schreibt in Griechisch, denkt er aber nicht Griechisch, sondern er denkt Hebräisch und Aramäisch. Und er hatte schon eine besondere Akzent gegeben, warum er Memra Adonai, also Logos auf Griechisch, dann schreibt.
Und das Interessante ist dann, dass in Talmud und Mishnah steht nichts über das Thema Memra Adonai. Ist auf einmal weg. Warum? Mishnah wurde nach Jeschuas Zeit geschrieben. Davor war es mündlich, aber sie haben es nach Jeschuas Zeit geschrieben. Und Talmud auch noch viel später, bis zum 6. Jahrhundert sogar. Noch weiter wurde es erweitert. Und das Evangelium wurde sofort gepredigt, natürlich nach dem Tod von Jeschua. Und sie kannten wahrscheinlich das Konzept von Johannes 1,1, ja, dass sie gesagt haben, wow, dieses Thema, das klammern wir einfach aus, weil das so stark ist. Obwohl Aramäisch immer noch dort verbunden ist, weil zum Beispiel der Talmud ist auch geschrieben in Aramäisch. Es gibt zwei Talmud, einmal in Jerusalem, einmal in Babylon. Und der Babylon ist der authentische, weil der Jerusalemer Talmud konnten sie nicht viel schreiben, weil dort die Christen waren und sie haben das unterdrückt. Und in Babylon waren die Gelehrten und sie haben dann einfach frei geschrieben. Und das war auf Aramäisch teilweise auch. Und trotzdem wird dieses Thema Memra Adonai komplett rausgenommen. Ja? Und selbst in der jüdische Philosoph Philo, der gelebt hat vor Jeschuas Zeit, er hat erkannt, dass das Logos, das Wort Gottes, in der Schöpfung Gottes mit dabei war. Und damit verbunden, wenn man über dieses Thema spricht, kommt man automatisch mit solchen Themen wie Wer war Memra Adonai? Dann kommt man automatisch auf die Göttlichkeit von unserem Herrn Jeschua. Wer ist der Sohn Gottes? Dann Sprüche und Psalm 2, küsst den Sohn. Ja? Dann kommt man automatisch zu Menschensohn in Daniel Kapitel 7, der ewige Sohn und wer ist Malach Adonai? Wer ist der Engel des Herrn? Ja, also man kommt, es ist alles verbunden und so kann man dann starten und dann gewisse Passagen diskutieren oder reden. Es gibt viele Anschuldigungen, warum wir Christen glauben, dass neben Gott, Vater, eine göttliche Person noch gibt. Ja, sie sagen, dann betet ihr ja mehrere Götter an. Und dann kann man selber verweisen auf das Judentum, dass diese Idee nicht neu war. Es war schon im Judentum so. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, göttliche Personen neben dem Vater in der jüdischen Literatur. Metatron. Er wird in der Zohar, in der jüdischen Literatur, selber genannt als kleiner Gott. Ja? Das heißt, er repräsentiert Gott auf dieser Erde und wird als höchster Engel oder auch König der Engel genannt und sitzt auf dem Thron Gottes. So steht es geschrieben. Oder so lehren sie das. Und in der Zohar steht geschrieben, dass Metatron der Erstgeborene Gottes ist. Wir machen jetzt die Brücke zum Neuen Testament. Da steht geschrieben, dass Jeschua der Erstgeborene Gottes ist. Schlagen wir auf in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Das ist ein sehr bekannter Vers und ein sehr wichtiger Vers für uns. Und da steht eben geschrieben in Johannes Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Ja, zuerst wieder das Wort, das Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, wohnte, hier nochmal der spezielle Ausdruck eigentlich, wenn man auf Hebräisch dann denkt und schreibt, er wie eine Stiftshütte war er unter uns. Und dann aber des Eingeborenen vom Vater, hier auf Griechisch Monogenes, und das ist einzig allein von der Art, der einzige Sohn. Und hier ist es ein spezieller Ausdruck in Bezug auf die Stellung des Herrn Jeschua, dass er der Erstgeborene von Ewigkeit her ist. Und auch außerbiblisch spricht über diese Figur Metatron auch in Henoch-Buch und sogar in Talmud selber steht geschrieben, dann müssen wir Metatron anbeten. In den Zehn Geboten steht geschrieben, man betet nur Gott an. Aber trotzdem sagen sie, sie können Metatron anbeten. Ja? Und hier sehen wir, dass das Konzept, dass jemand anderes neben Gott angebetet wird, war schon im Judentum bekannt, in Talmud. Und natürlich dann abgeleitet ist der Herr Jeschua natürlich der angebetet wird, neben dem Vater.
und er auch Elohim ist. Und ein anderes Beispiel ist auch jetzt neben Metatron, 2000 Jahre vorher, es ist kein christliches Werk, sondern ein jüdisches Werk, 2000 Jahren kamen ja wurden die Qumran-Rollen geschrieben und 1950 hat man das gefunden, das heißt 70 Jahre haben wir diese Schriften, wurde uns zugänglich. Und da will ich euch noch etwas anderes noch erzählen, was sehr interessant ist. Das göttliche Wesen Melchizedek. In den Qumran-Schriftrollen steht geschrieben, in einer Schriftrolle, dein göttliches Wesen ist Melchizedek, der sie erlösen wird aus der Gewalt Belials. So steht es geschrieben. Vor 2000 Jahren geschrieben, gefunden vor 70 Jahren circa. Jetzt ohne tief in die Thematik von Melchizedek zu kommen, weil das ist natürlich ein großes Thema. Aber hier wird erstmal interessanterweise die Verbindung gemacht, Melchizedek ist ein göttliches Wesen. Und er wird zugeordnet als ein göttliches Wesen, der sie erlöst von der Gewalt Belials. Ja, Belial kann man auch so sehen, interpretieren auf den Satan. Wir wissen, dass der Herr Jeshua natürlich der Melchizedek ist und er ist kein Wesen. Ja, er ist der eingeborene Sohn. Aber trotzdem, die Verbindung ist sehr interessant, dass sie gesagt haben, Melchizedek ist göttlich und erlöst die Leute. Und natürlich, das Ultimative ist natürlich, dass der Herr Jeshua Melchizedek ist, Hohepriester, und uns erlöst hat von dem Bösen, ja, von der Sünde, von Satan. Aber interessanterweise, die Qumran-Schriftrollen, die waren schon auf der richtigen Spur. Neben Gott Vater noch eine göttliche Figur. Sie sagen halt Melchizedek. Es gibt noch andere Schriften. Da sehen wir einfach, diese Denkweise ist nicht neu, dass Jeshua göttlich ist. Und das wurde uns natürlich offenbart im Neuen Testament, aber wir sehen so viele Hinweise im Alten Testament und dann noch neben dem Alten Testament noch jüdische Literatur, dass Jeshua göttlich ist. Ja? Und so sehen wir dann im Monotheismus, Johannes selber sagt, also Johannes Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Das heißt, wir beten einen Gott an. Ja? Das Echad-Prinzip, Mann und Frau, sind auch eins. Sind aber trotzdem getrennt, Mann und Frau. Und so sehen wir auch das Gleiche von die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Man kann noch weitere Punkte anführen und das sind einfach nur einige Sachen, die ich jetzt aufgeführt habe, die man benutzen kann, eben sehr starke Argumente, um ein Gespräch zu starten. Und Jeshua ist mit Absicht von Rabbinern versteckt worden und es gibt eine Mahnung von den Herrn Jeshua an die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten in Lukas Kapitel 11, Vers 52. Das ist etwas sehr Starkes. In Lukas Kapitel 11, Vers 52, lass uns das aufschlagen. In Lukas Kapitel 11, Vers 52. Simone, magst du lesen? Wehe euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Amen. Wehe euch Gesetzesgelehrten oder Schriftgelehrten, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen und ihr seid selber nicht hineingegangen. Ja, und die hineingehen wollt, die hindert ihr sogar. Und Jeshua ist raffiniert versteckt worden im Judentum durch die Rabbiner, durch die Schriftgelehrten. Ja, und es ist sehr schwer für Juden heute, den jüdischen Messias zu erkennen. Jesaja 53 wurde gestrichen, Daniel gilt nicht mehr als Prophet. Und sogar es geht sogar so weiter, dass sie lehren, das Neue Testament ist verflucht. Genau, sogar so stark. Rabbi Isaac Lichtenstein, ein bekannter Rabbiner in Ungarn, sagte sogar, das Neue Testament ist unrein und es ist ein antisemitisches Buch. Also so stark ist das. Und viele Juden haben auch dieses Bild. Sie sagen, das Neue Testament geht irgendwie antisemitisch, ist über das Dritte Reich und sie können das nicht lesen. Und dann, wenn sie das aufmachen, das erste Kapitel, Matthäus Kapitel 1, Vers 1, da steht wirklich geschrieben, dass Jeshua von den Samen Davids ist. Also wirklich konträr, was sie da machen. Sie verstecken den Schlüssel der Erkenntnis absichtlich, ja, weil sie eben Angst haben, die Wahrheit
zu erkennen. Sie wollen es nicht. Sie wollen ihre Machtposition noch haben. Heute immer noch. Und eben das Matthäus-Evangelium ist wirklich zugeschnitten für die Juden. 52 Mal wird direkt aus dem Alten Testament zitiert, am meisten in Jesaja. Und zusammen 317 Mal gibt es Anspielungen, unmarkierte Stellen und Anspielungen auf das Matthäus-Evangelium, auf das Alte Testament. Und selbst die Sprache ist einzigartig und ist zugeschnitten auf die Juden. Ja? Weil zum Beispiel ein spezielles Synonym für Gott ist Himmel. Man hat jetzt auch ein Synonym früher benutzt in den Rabbiner, die Juden, die Rabbiner. Sie haben auch Himmel gesagt zu Gott, Shamayim. Und im Matthäus-Evangelium finden wir als einziges von den Evangelien den Begriff Reich der Himmel. Ja? 32 Mal lesen wir das im Matthäus-Evangelium. Malchut Shamayim, das gibt es nur in Matthäus-Evangelium. Und das haben die alten Rabbiner früher verstanden. Sie wussten, wer mit Himmel genannt, also gemeint ist. Weil in den anderen Evangelien zum Beispiel steht Reich Gottes. Ganz klar Reich Gottes. Lukas 71 Mal. Und Lukas ist eben extra für die Heiden geschrieben worden. Weil er selber Heide ist, macht er einen großen Akzent auf die Heiden, die Errettung der Heiden. Ja? Und, aber dieses Malchut Shamayim ist nur in Matthäus-Evangelium. Das ist zugeschnitten worden für die Juden. Das Matthäus-Evangelium ist wirklich powervoll und kraftvoll eben für die Judenmission, wenn sie das lesen. Es geht um den jüdischen Messias, keinen anderen Messias. Und so beten wir, dass das Licht, das Evangelium auf die Herzen der Juden strahlt. Und wer sich weiter vertiefen möchte mit diesen Themen, das waren jetzt einfach nur Grundpunkte, um ein Gespräch zu starten. Wer nochmal sich hineinlesen möchte, ich empfehle 3 Bücher, die sehr viel Hintergrundwissen vermitteln. Wer möchte, kann das auch von mir ausleihen. Empfehle ich euch sehr zu lesen. Jeder, der möchte, wirklich mit diesen Thematik sich zu beschäftigen. Wie kann ich mit Juden reden? Und ansonsten gibt es noch andere Quellen. Deshalb beten wir für unser Land Israel. Es ist unser Land. Ja, wir sind eingepropft worden. Und speziell auch jeden Tag für das gelobte Land und auch für unser Zuhause und speziell die Juden weltweit, dass sie offene Herzen haben, dass gewisse Evangelisten, ja, egal ob jetzt Evangelisten oder jetzt zum Beispiel One for Israel Ministry oder andere Ministries, die das Evangelium den Juden predigen. Aber auch für uns, wenn wir Gelegenheit haben, im Alltag mit Juden zu sprechen über den Glauben, dass wir wirklich einen Beitrag leisten können, das Evangelium zu predigen, zuerst zu den Juden und dann den Griechen, und dass Jeschua sich den Brüdern so schnell wie möglich zeigen lässt, wie Josef es getan hat in 1. Buch Mose Kapitel 45. Maranatha, möge der Herr wiederkommen und möge der Herr uns benutzen. Ja, das war jetzt...